Ja, es ist jetzt hier wieder sehr viel behauptet worden, leider oft auch ein Blödsinn. Lieber Kollege von den Grünen, sag du mir, wo in dem Gesetz drinnen steht, dass irgendjemand auf die Straße gestellt wird. Das sind einfach so Behauptungen, die aufgestellt werden. Das ist einfach nicht redlich. Nein, aber der Kollege, das ist nicht redlich. Nein, das ist nicht die Konsequenz. Nein, das ist nicht, Frau Vopper, haben Sie das Wort? Nein, nicht in meiner Redezeit. Ja, bitte, Entschuldigung, ja, aber, Sven Knoll nein, hat das Wort. Ja, eben, also. Ich möchte nur sagen, es ist nicht redlich, wenn hier Dinge aufgestellt werden, Behauptungen, die nachweislich falsch sind. Eine gesetzliche Regelung für die Vergabe von Wobi-Wohnungen betrifft diejenigen, die um Wobi-Wohnungen ansuchen und nicht um diejenigen, die bereits in einer Wobi-Wohnung drinnen sind. Das ist ein kompletter Blödsinn, wenn hier behauptet wird, dass jetzt Leute auf die Straße gesetzt werden. Das muss man einfach einmal so sagen, weil das ist eine Scheinpolitik der Grünen. Dann sagt bitte auch ganz ehrlich, wir sollen die Wobi-Wohnungen nur noch an Ausländer vergeben. Das wäre zumindest eine ehrliche Stellungnahme, weil so einen Blödsinn hier aufzuführen, das ist einfach nicht redlich. Worum geht es aber im Kern? Es geht darum, dass wir 40% der Wohnungen in Südtirol an Leute vergeben, die nicht aus Südtirol stammen. Ist das gerecht? Was ist denn die Realität heute? Viele Gemeinden gehen her und bauen überhaupt keine Wobi-Wohnungen mehr. Warum? Weil sie genau wissen, dass diese Wobi-Wohnungen nicht den einheimischen Familien aus ihrer Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Und Kollegin und Kollege, ja bitte redet selber. Frau Mayer, also ich zitiere dich selber. Ich zitiere hier Frau Mayer, ihre Worte. Ich denke, dass es auch an dieser Stelle einmal ganz klar unterstrichen werden muss, dass es hier zwar Parteien gibt, die für leistbares Wohnen auf politischer Ebene reden, aber wenn es dann ums Eingemachte geht, den Schwanz einziehen. Das waren ihre Worte. Gell? Also von so her, wenn man hier behauptet, das stimmt nicht, rede bitte mit Bürgermeistern. Wir reden mit Bürgermeistern, wir reden mit Gemeinderäten. Du kannst hier mit Bürgermeistern aus deiner eigenen Mehrheit darüber reden, die selber die Erfahrung gemacht haben, warum hier keine Wobi-Wohnungen mehr gebaut werden. Das ist leider die Tatsache. Und weil die Kollegin Reder diesen richtigen Einwand gemacht hat mit der Frage, wie wird das denn geregelt mit der eigenen Ranggruppe. Wenn die Wobi-Wohnungen nach Kriterien vergeben werden des Proporzes, dann heißt das, wir haben eigene Klassen für Deutschsprachige, Italienischsprachige, Ladinischsprachige und Nicht-Südtiroler. Und wir haben heute viele, die durch den Rost fallen, weil sie vielleicht 50, 100, 200 Euro zu viel verdienen. Das heißt, wenn jetzt in der Gemeinde Sint-in-Taufers eine Wobi-Wohnung nicht vergeben wird, weil es nicht genügend Ansuchen gibt, dann wird in dieser Rangliste der Deutschsprachigen, der Italienischen, der Ladinischen, wem auch immer in dieser Gemeinde das zutrifft, der Nächstgereihte zum Zug kommen. Ganz einfach. Damit wir sicherstellen können, dass auch junge Familien in den jeweiligen Gemeinden noch eine Wohnung bekommen. Weil das war, und das hast du schon richtig gesagt, das ist ein großes Problem, dass junge Menschen sich keinen Wohnraum mehr leisten können. Nur es ist für mich auch ein großes Problem, wenn junge Einheimische nicht mehr zum Zug kommen und für die Einheimischen andere Regelungen gelten, die bis ins kleinste Detail nachweisen müssen, was das familiäre Einkommen ist und für andere eine Eigenerklärung reicht. Wenn ich in ein anderes Land gehe und dort um ein Ansuchen stelle, dann werde ich mich auch an die Regelung des Landes richten müssen. Und wenn ich diese Ansuchen nicht ordnungsgemäß abgeben kann, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich halt nicht ansuchen. Und die Antwort auf die und damit schließe ich, dass immer mehr Menschen sich eine Wohnung in Südtirol nicht leisten können, ist nicht die, dass wir die Wohnungen nicht mehr an Einheimische vergeben, sondern dass wir auch die Wirtschaft in die Verantwortung nehmen, dass jene Arbeitskräfte, die von außerhalb nach Südtirol geholt werden, einen adäquaten Lohn hier bekommen, damit sie sich auf dem freien Wohnungsmarkt auch eine Wohnung leisten können. Und nicht, indem wir die Wohnungen dann denjenigen geben, die dann nicht mehr die Einheimischen bekommen.